Hallo und herzlich willkommen bei Café mit Sashi. Seid gegrüßt, Leute, liebe Filmfans, liebe Filmfreunde. Es freut mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute zu einer weiteren Ausgabe meines Formats Filme geschaut und beurteilt. Hier stelle ich euch regelmäßig die Filme vor, die ich in letzter Zeit geschaut habe, zeige sie euch in den Editionen, in denen ich sie in der Sammlung stehen habe und gebe jedem Film am Ende der Vorstellung und meiner Review eine Punktewertung in Form von Kaffeebohnen, wobei eine Kaffeebohne für absolut grottenschlecht steht, möchte ich nie wieder sehen. Und 10 Kaffeebohnen ist das Maximum. Besser geht's nicht. Absoluter Klassiker, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Leute. Und ich habe wieder ein paar Filme geschaut. Ich bin sehr, sehr neugierig auf eure Meinung zu diesen Filmen. Wenn ihr sie denn kennt, wie sind eure Meinung dazu? Schreibt es mir einfach in die Kommentare hier unten rein. Vielleicht ist es aber auch so, dass ich euch eine kleine Anregung bei dem einen oder anderen Film gebe, ihn mal zu sichten, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt oder vielleicht schon lange, lange Zeit nicht mehr gesehen habt. Dann kann es ja durchaus sein, dass ihr sagt, Mensch, es wird mal Zeit, den zu rewatchen. Vielen Dank für den Tipp, Sashi. Auch das dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, alles, was euch dazu einfällt. Und natürlich freut es mich, wenn ihr euer Lieblingsgetränk dabei habt, genauso wie ich, vielleicht noch ein bisschen was zu knabbern. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und gute Unterhaltung. Und wir starten gleich nach dem ersten Schluck Kaffee, der wie immer auf euch geht, Leute. Und wir fangen an mit einem Film von 1997, den ich geschaut habe. Und den muss ich mir ungefähr ein oder zwei Jahre später aus der Videothek geliehen haben. Also 97, 98 so ungefähr muss der im Kino gewesen sein. Und ungefähr ein Jahr später oder so habe ich ihn mir aus der Videothek geliehen. Tatsächlich war es so, dass ich eine Zeit lang mir vorgenommen hatte, damals regelmäßig an einem bestimmten Tag der Woche, also nicht zum Wochenende hin, sondern tatsächlich in der Woche, als Ausgleich zu meiner Arbeit damals in die Videothek zu gehen und mir für die Woche abends einen Film auszuleihen. Und tatsächlich war mein Vorhaben damals, es muss ein Film sein, von dem ich noch nie gehört habe, von dem ich noch nie was gesehen habe, von dem ich noch nicht mal wusste, welche Schauspieler damit spielen. Und damals habe ich zu diesem Film gegriffen, weil sich die Inhaltsangabe unfassbar spannend für mich angehört hat, weil ich eigentlich solche Filme mag, die so in diesem Setting spielen. Und es handelt sich um den Film 187, eine tödliche Zahl mit Samuel L. Jackson in der Hauptrolle als Lehrer. Ich mag solche Filme wie Die Klasse von 1984, ja, Der Prinzipal mag ich auch mit James Belushi, ja, Louis Gossett Jr. ist dabei. Und damals war es ungefähr so, dass ich hier hinten drauf das Gleiche gelesen habe, etwas Ähnliches, nämlich, dass ein Lehrer praktisch ein Trauma erleidet, dann irgendwie in seinem Job wieder anfängt und versucht, in dem Job so gut es geht klarzukommen. Jedoch die Schüler lassen ihm keine Wahl und er muss zu härteren Mitteln greifen. Ja, tatsächlich, die Hauptrolle spielt Samuel L. Jackson. Er spielt den Trevor Garfield, ein Lehrer, der an einer Schule unterrichtet. Es so ist, dass er einem Schüler die Versetzung irgendwie verweigert. Der Schüler soll nicht versetzt werden. Das erfährt dieser Schüler dann tatsächlich auch, ohne dass Trevor das eigentlich möchte. Und er findet dann in seinem Klassenbuch oder in irgendeinem Buch die Zahl 187. Und 187 ist der Polizeicode für Mord. Und Banden und Gangs benutzen das gerne als Warnung. Ja, und zwar als ernstzumeinende Warnung. So kommt es dann auch, dass dieser Schüler tatsächlich unseren Lehrer Garfield, gespielt von Samuel L. Jackson, niedersticht. 15 Monate ziehen ins Land. Es gibt einen Cut nach den Credits. Und Garfield fängt dann als Hilfslehrer, als Aushilfslehrer in einer komplett anderen Stadt an. Ja, also er geht praktisch von der Ostküste New York an die Westküste nach Los Angeles und nimmt jetzt hier immer wieder Aushilfsjobs an einer speziellen Brennpunktschule an. Und leider Gottes ist es auch da so, da gibt es eine Gang, die ihn ganz schnell auf dem Kieker hat. Ja, und bei ihm ist es dann so, er freundet sich auch mit einem Lehrer an, er freundet sich auch mit einer Lehrerin an, aber allerdings ist es so, sein Ruf eilt ihm irgendwie voraus und die Gang hat es auf ihn abgesehen, drangsaliert ihn, weiß genau, wo seine Schwächen liegen und irgendwann ist es dann tatsächlich so, dass er scheinbar, denn wir Zuschauer sehen es anfangs nicht, ob es wirklich so ist oder nicht, dass er scheinbar die Reißleine zieht und zum Gegenangriff übergeht. Ja, nachdem es auch einen Mord gibt, nachdem es Verwüstungen gibt, Schlägereien und, schlägt Garfield scheinbar erbarmungslos zurück.
Nicht ganz so drastisch wie am Ende von Die Klasse von 1984. Und trotzdem muss ich sagen, der Film hat mich schon damals auf VHS-Videokassette aus der Videothek unfassbar gepackt. Ja? Natürlich ist es so, dass da alles mit reinspielt. An vorderster Front ist Samuel L. Jackson, der hier eine Glanzleistung seiner Karriere abliefert. Und ich weiß, ganz viele Leute runzeln immer mit der Stirn, wenn ich sage, in Verbindung mit Samuel L. Jackson, der Film 187 oder 187, eine tödliche Zahl, dann gucken die immer, was ist denn das für ein Film? Ja, ist genau dieser hier. Ich kann es euch jetzt schon mal sagen, eine kleine Perle, ja. Eine kleine Perle, die ich jetzt wiederentdeckt habe. Von damals, seit damals habe ich den nicht mehr gesehen, also das Ganze ist, fast 25 Jahre muss das ja her sein, als ich ihn dann auf Videokassette gesehen habe. Und jetzt wieder hier auf DVD und es war genauso ein intensives Erlebnis wie damals. Also Samuel L. Jackson in einer absoluten Glanzrolle. Ich nehme ihm die Rolle dieses Lehrers Garfield komplett ab, der wirklich mit ganz viel Enthusiasmus dabei ist, Lehrer zu sein, den Schülern und Schülerinnen etwas beizubringen, allerdings nach und nach den Glauben daran verliert, dass er es kann und dann tatsächlich langsam etwas sich hier oben dreht und wandelt scheinbar. Vor allen Dingen nach dem Anschlag auf ihn, ja. Er ist dann ängstlich, er hat auch Furcht, er schreckt zusammen, wenn irgendwo irgendwas knallt. Und nach und nach ist es so, dass er scheinbar immer gewissenloser wird. Aber das wissen wir halt nicht. Und das ist der nächste Pluspunkt an dem Film. Nicht nur Samuel L. Jackson, sondern auch die Inszenierung, die uns langsam von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde in ihren Bann zieht, wo wir mitfiebern. Wie geht dieser Lehrer vor? Was muss der Lehrer erleben? Es ist spannend, fast voyeuristisch. Gucken wir ihm zu, wie er da in dieser Schule unterrichtet, wie er immer wieder mit dieser Bande, dieser Gang, dem Oberanführer davon aneinander trifft irgendwie, die ganz genau wissen, an was müssen sie sich denn jetzt wenden, an wem müssen sie sich vergreifen, damit sie ihn treffen, um ihn gar nicht direkt anzugreifen. Ultra spannend inszeniert, mit einem wahnsinnig kompromisslosen Ende, das ich so gar nicht mehr auf dem Zettel hatte. Dazu kommt ein sehr, sehr cooler Soundtrack in dem Film. Wirklich. Der Soundtrack untermalt einfach den gesamten Film hervorragend. Wirklich. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Es ist nicht viel Instrumentalstücke. Es sind viele so Pop-Songs, Rap-Songs, Funky-Songs. Allerdings nimmt das mich richtig mit in diese Stimmung an dieser Schule, in dieser Stadt, in diesem Viertel. Hammer. Ein toller Film von der darstellerischen Leistung eines Samuel L. Jackson, aber auch die gesamten anderen Rollen sind hervorragend besetzt in dem Film. Ja. So spielt unter anderem mit einer Kelly Rowan, die wir kennen als Mutter aus der Serie OC California, wer sie kennt, diese Teenie-Serie, die vor einigen Jahren gelaufen ist, hervorragend, hier noch wesentlich jünger. Also ein rundum gelungener Film, der die Spannungsschraube von Sekunde zu Sekunde mehr anzieht. Also wer vielleicht noch am Anfang denkt, ist das überhaupt was für mich? Der hat so eine seltsame Atmosphäre, ist auch ein bisschen seltsam erzählt. Ein paar seltsame Kameraeinstellungen, dem rate ich. Leute, bleibt dran, ihr werdet einfach entschädigt mit einem der besten Filme mit Samuel L. Jackson. Relativ unbekannt, eine wahre Perle. Ultra spannend baut der weiter die Handlung auf bis zum großen, was ich bereits sagte, kompromisslosen und auch schockierenden Ende. Ich möchte da nichts sagen, aber es... schlägt alle Erwartungen beiseite, das Ende. Ja, ein wirklich toller Film. Hier auf dieser DVD, wollen wir eben raufgucken. Ich glaube, Extras sind da großartig nicht drauf. Nee, Kapitelanwalt, Trailer ist dabei, Filmografien der Hauptdarsteller und so weiter und so fort. Ja. Es steht auch drauf, eine gefährliche Gang, eine tödliche Zahl. Tatsächlich ist es so, dass diese Zahl 187 dann nochmal an irgendwelchen Mauern an seinem Haus steht, nachdem er den Neubeginn wagt als Lehrer. Hammer. Und ich fühle mich so abgeholt durch diesen Film. Hätte nicht gedacht, dass das Ding mich dann doch noch so gut unterhält, aber auch leicht schockiert zurücklässt. Ja? Und natürlich nachdenklich. Nachdenklich über das, was mir in diesem Film gezeigt wird. Hammerfilm von mir, 9 von 10 Kaffeebohnen. Ganz, ganz großer Thriller. Thriller-Drama, möchte ich sagen. Ja? Hervorragend. 187, absolute Empfehlung für euch alle. So, und dann kommen wir zu einem verregneten Sonntagnachmittag. Und verregnete Sonntagnachmittage sind bei Sashi ganz oft die Zeit für Komödien. Und da kam einer meiner Lieblingskomödianten ins Spiel.
in einem Film, den ich früher auch auf VHS-Videokassette hatte. Den da habe ich ja nur geliehen, die 187, ja, aus der Videothek. Und den da habe ich mir tatsächlich damals blind gekauft, ich glaube, bei Karstadt. Marktkauf hieß damals, glaube ich, noch Supercenter. Da habe ich ihn mir auf jeden Fall gekauft, weil er, wie gesagt, ist mit zwei toll aufgelegten Schauspielern, Schauspielerinnen. Einmal Steve Martin und Goldie Hawn in House-Sitter. Lügen haben schöne Beine von 1992. Steve Martin. Regie geführt hat hier Frank Oz. Und Frank Oz hat ein paar Jahre vorher, nämlich 1989, mit Steve Martin und auch Michael Caine schon den Film gedreht, Zwei hinreißend verdorbene Schurken. Ein Remake. Allerdings ein äußerst toller Film. Ja, auch wenn es ein Remake ist, damals konnte man scheinbar noch gute Remakes machen, tolle Remakes machen, die tatsächlich teilweise besser waren als die Originale. Ich erinnere nur an John Carpenters Das Ding aus einer anderen Welt. Ja, auch ein hervorragendes Remake, wobei das Original auch hervorragend sein soll. Ich habe das tatsächlich ja von unserem Kumpel Kalli aus Berlin geschenkt bekommen und muss den demnächst mal sichten. Ich kenne ihn tatsächlich nur in Auszügen, aber im Gänze gesehen habe ich ihn noch nie. Ich weiß aber, dass Das Ding von Carpenter mich unglaublich flasht und zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme gehört. Und mein absoluter Lieblingsfilm ja auch ist von John Carpenter. Zwei hinreißend verdorbene Schurken damals mit Steve Martin und Michael Caine von 1989 war ein hervorragender Film. Ein hervorragender Film, der auch in meinen Top 100 zu finden ist. Bei House-Sitter hier, Lügen haben schöne Beine mit Steve Martin, Goldie Hawn verhält es sich ein wenig anders. Also der Film hat lang nicht so viel Schwung. Der Film ist lang nicht so spritzig und durchdacht, nicht ganz so witzig, ja. Es ist ja sowieso so, Steve Martin hatte ja eine richtig anarchische Zeit, so Anfang, Mitte der 80er Jahre, als er gemacht hat so Dinger wie Reichtum ist keine Schande, Tote tragen keine Karos, hieß doch so, ne? Tote tragen keine Karos, ich glaube ja. Solo für zwei, Der Mann mit zwei Gehirn, diese ganzen Dinger. Dann ist er ein bisschen ruhiger geworden und hat sehr gesetzt auf diese Beziehungsdinger, wie das hier, House-Sitter mit Goldie Hawn. Steve Martin spielt Newton Davis. Ein Architekten, der ein Haus gebaut hat, irgendwo auf dem Land in Amerika. Ich liebe ja so Filme, die es in ländlicher Umgebung spielen, so, ja, in Kleinstädten, wo jeder jeden kennt. Irgendwie, man macht Barbecue, man guckt am Samstagnachmittag gemeinsam das Footballspiel im Fernsehen und. Genau so ein Ort ist das hier. Er hat also extra ein Haus gebaut als Architekt für seine Freundin Becky, der er jetzt am Anfang des Films einen Heiratsantrag macht. Die lehnt allerdings ab. Niedergeschlagen, wie er ist, fährt er in die große Stadt und lernt Gwen kennen, gespielt von Goldie Hawn, die ihm am Anfang in einem Restaurant vorspielt. Sie würde ihn nicht verstehen, weil sie eine andere Sprache spricht. Auf der Straße später, dann einige Stunden später, treffen sie sich wieder. Sie versteht ihn aber äußerst gut. In diesem ganzen Gespräch, während sie da spazieren gehen durch die Straßen, sagt er, wer er ist und wo er wohnt und dass er da ein Haus gebaut hat. Er malt sogar auf eine Serviette auf, wie dieses Haus aussieht. Die beiden verschwinden dann über Nacht im Bett gemeinsam, aber Newton, gespielt von Steve Martin, haut ab. Goldie Hawn macht ihn ausfindig und weiß, wo sein Haus ist, in welchem Ort. Und da sie eine notorische Lügnerin ist, die sich durchs Leben lügt und dadurch Vorteile erschleicht, zieht sie in seinem unbewohnten Haus, das er ja für seine Ex-Freundin gebaut hat, ein, freundet sich mit seinen Eltern an und seinen Freunden in diesem Ort und auf einmal, lügenderweise, ist sie mit ihm verheiratet. Steve Martin bekommt das heraus, findet heraus, dass das Haus von ihr bewohnt ist und sie spielen jetzt sozusagen das Ehepaar. Ja, das Ehepaar zu dem Zweck, dass er Becky zurückgewinnt, seine frühere Freundin. Also das Ganze ist ein Film mit viel Situationskomik, mit viel diesen Dingern, sie lügen sich um Kopf und Kragen, ja, dann erfindet er noch Lügen und sie lügen sich immer weiter rein in ihre Geschichte und am Ende ist es dann so, dass natürlich wie immer in diesem Film ein großes Happy End da ist, ja. Frank Oz hat die Regie geführt, Frank Oz ist ja unter anderem auch derjenige, der mit bei den Muppets verhaftet war und den Yoda gespielt hat in Das Imperium schlägt zurück, Rückkehr der Jedi-Ritter, später dann tatsächlich auch noch die Puppe, wenn es denn mal eine Puppe war in Episode 1, die dann später ja digitalisiert wurde und für mich nicht halb so gut aussieht wie die Puppe, aber egal, da hat jeder wieder seine Meinung. Und das ist so ein typischer Film hier, House-Sitter für einen verregneten Sonntagnachmittag, nicht für mehr. Ja, also dieses anarchische, ausgeflippte, schwarzhumorige teilweise von Steve Martin ist hier nicht mehr vorhanden. Das ist halt so eine typische Liebeskomödie.
die aber durchaus Spaß macht. Ja, nichts Besonderes, wo du aber am Ende da sitzt, ja, nachdem du so Nachmittag verbracht hast auf der Couch, mit einem Käffchen, vielleicht ein paar Kekse, einen Kuchen dabei, draußen hat es geregnet und du sagst, ach, hab den Nachmittag gut rumgekriegt, der Film hat mich gut unterhalten. Genau so ein Ding ist das. Auch Goldie Hawn finde ich sehr gut in dem Film. Schönes Pärchen, die beiden zusammen. Und wie gesagt, es gibt ein paar witzige Szenen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr den ganzen Nachmittag brüllend vor Lachen auf dem Sofa sitzt oder im Sessel. So ist das nicht. Househitter, Lügen haben schöne Beine. Ich hatte das Ding schon fast vergessen. Wie gesagt, ich hatte ihn früher auf VHS-Videokassette. Als die Sammlung dann über den Jordan gegangen ist, ist er natürlich auch mit über den Jordan gegangen. Und irgendwann war er hier mal mit in dem Paket. Und ich war sehr, sehr glücklich, dass ich den jetzt wieder habe. Und er auch mit diesem coolen Cover irgendwie, was das Original-Kinoplakat von damals war, in die Sammlung gewandert ist. So sieht die Rückseite aus. Freigegeben ab 6 Jahren. Also auch was für Kinder. Wenn sie denn die Ruhe haben, von TikTok losgeeist zu werden und sich konzentrieren können auf einen Film von 88 Minuten. Ist natürlich ein bisschen länger als 10 Sekunden TikTok-Clip. Und selbst nach beim 10-sekündigen TikTok-Clip scrollt man schon nach 4 Sekunden wieder hoch. Kein Wunder, dass Filme keine große Zukunft mehr zu haben scheinen. Househitter, Lügen haben schöne Beine von 1992, hält von mir 7 von 10 Kaffeebohnen. Ja, wirklich mal einen Blick riskieren. Schöner, kleiner Film. So, und jetzt kommen wir zu einem Film von 1985 mit wahrer Starbesetzung. Die Stars sind alle ultra jung in diesem Film. Es ist ein romantischer Fantasy-Film, den ich noch nie vorher gesehen habe. Die Darsteller Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer und Matthew Broderick in Der Tag des Falken. Noch nie gesehen. Ein romantischer Fantasy-Film. Ja, was ist denn ein romantischer Fantasy-Film? Kommen wir gleich zu. Regie geführt hat Richard Donner. 1985, Richard Donner, eigentlich ein Garant für gute Unterhaltung. Superman hat er gemacht, die Goonies hat er gemacht, Lethal Weapon hat er gemacht. Ja? Und auch den kürzlich hier vorgestellten Assassins, die Killer mit Sylvester Stallone und Antonio Banderas. Unter anderem aber auch diesen Film hier, Der Tag des Falken. Worum geht es im Tag des Falken? Wir folgen einem jungen Mann, nämlich Philipp, gespielt von Matthew Broderick, der aus dem Gefängnis der Stadt Aquila ausbricht. Das schafft eigentlich keiner, weil das ausbruchssicher ist. Man nennt ihn aber auch die Maus. Und deswegen kann er durch jedes noch so kleine Winkelchen, durch jeden Schlupf irgendwie abhauen. Und er verschwindet dann durch die Kanalisation heraus und kann fliehen. Er wird natürlich verfolgt durch die Schergen des Herrschers da in dieser Stadt. Das ist so ein Kardinal, glaube ich. Und kurz bevor es ihm ans Leder geht und er getötet wird von denen, wird er gerettet durch den dunklen Ritter Navarre, gespielt von Rutger Hauer. Ja, er hat so ein dunkles Kostüm an irgendwie, so eine dunkle Rüstung und er reitet immer auf einem schwarzen Pferd und er hat am Tage immer so einen Falken hier sitzen. Ja, so einen Falken, den er hütet wie seinen eigenen Augapfel, auf den lässt er nichts kommen, auf diesen Falken. Tatsächlich ist es jetzt so, Matthew Broderick, der Philipp, wird jetzt sein Knappe, die ziehen jetzt zusammen da irgendwie rum und dann passiert es irgendwie in einer Nacht, dass unser dunkler Ritter Navarre, Rutger Hauer, auf einmal verschwunden ist. Stattdessen ist da eine junge Frau, Michelle Pfeiffer. Sie spielt die Isabeau in diesem Film und es ist dann so, diese junge Frau beschützt unseren Helden Philipp, der völlig unfreiwillig in dieses Abenteuer reingeraten ist, beschützt ihn praktisch vor einem Wolf. Und scheinbar hat diese junge Frau ein sehr vertrautes Verhältnis zu diesem Wolf. Scheinbar kennen die sich irgendwoher. Am nächsten Morgen ist auf einmal wieder der dunkle Ritter da, Rutger Hauer mit seinem Falken. Was wird hier eigentlich gespielt, fragt man sich. Und auch ich fragte mich das. So eine Dreiviertelstunde lang. Und tatsächlich ist es so, die beiden sind verflucht. Also der dunkle Ritter Rutger Hauer ist nachts ein Wolf. Und Michelle Pfeiffer ist am Tage ein Falke. Das heißt, die beiden sind Tiere, allerdings zu unterschiedlichen Tageszeiten, so dass sie sich als Menschen niemals begegnen. Immer dann, wenn die Sonne auf- oder untergeht, verwandelt sich der eine. Ja, also wenn die Sonne untergeht, verwandelt sich Navarre, Rutger Hauer, in einen Wolf bis zum Morgengrauen. Und wenn die Sonne aufgeht, verwandelt sich Michelle Pfeiffer in einen Falken. Warum ist das so? Wer hat sie verflucht? Ja, dieser Kardinal aus Aquila, weil der war mal unsterblich verliebt in Isabeau. Die konnte das nicht ab, dass Isabeau und Rutger Hauer praktisch Navarre ein Liebespaar waren und sich unsterblich geliebt haben.
Das konnte er nicht ab. Er war so eifersüchtig, dass er zusammen mit irgendeinem Priester da einen Fluch mit den dunklen Mächten eingegangen ist und die beiden verflucht haben. Und manchmal ist es so, gerade wenn die Sonne aufgeht oder untergeht, dann können sie sich für den Bruchteil von 1-2 Sekunden sehen als Menschen. Aber sie kommen nicht mehr aneinander ran. Und jetzt geht es darum, diesen Fluch zu brechen. Leute, was für ein toller Fantasy-Film. Und der Film hat mir einfach gezeigt, dass Fantasy komplett funktioniert, abgelöst von großartigen Effekten, ausufernden epischen Schlachten. Sondern dieser Film funktioniert auf dieser Handlungsbasis dieses Liebespaares, dieser unglücklichen Liebe, die nicht zueinander finden können, weil sie verflucht worden sind. Ja, als Falke und als Wolf. Und dann, je näher wir uns dem Finale nähern, desto mehr hoffen wir natürlich, dass dieser Fluch am Ende gebrochen wird und beide wieder menschliche Gestalt haben und sich endlich wieder in die Arme schließen können. Und mittendrin ist immer wieder Matthew Broderick als Philippe, der ein bisschen tollpatschig auch ist, der ein bisschen für die Lacher in dem Film sorgt, der so ein bisschen dieses Beschwerte teilweise durch diese verfluchte Liebesgeschichte abnimmt und für ein paar Lacher sorgt, zusammen auch mit dem Priester teilweise. Also ein toller Film. Ein toller Film, der es nicht nötig hat, große Schlachten zu zeigen, irgendwelche Trickeffekte, Monstren, darum geht es hier gar nicht. Es ist ein sehr, sehr stimmungsvoller Fantasy-Film. Ja, eine zu Herzen gehende Liebesgeschichte zwischen Isabeau und Navarre. Und ich möchte auch nochmal hervorheben hier den Soundtrack von Andrew Powell. Der ist nämlich absolut außergewöhnlich in diesem Film. Das ist nicht nur irgendwie so hymnische Klänge von irgendeinem Orchester, sondern sehr, sehr neumodisch teilweise. Da sind Synthesizer drin, Disco-Klänge, Wahnsinn und große epische Bilder auch. Ja? Von Schnee, von Eis, von großen Bergen, von weiten Wäldern, von dieser tollen Stadt Aquila, von irgendeiner Burgruine. Ganz, ganz großartig. Ganz klasse. Ja? Der Tag des Falken. Ein wirklich toller Film von 1985. So sieht das aus. Und ich muss sagen, das Cover ist schon gut. Das ist jetzt nicht nur Photoshop, sondern da hat man sich dann auch noch so ein bisschen was beigedacht. Ja, man hat zwar jetzt keine großen gezeichneten Bilder, aber man hat versucht, so ein stimmungsvolles Cover zu entwerfen, wie ich finde. So sieht die Rückseite aus. Und so sieht die bedruckte DVD aus. Der Film heißt übrigens im Original Lady Falcon oder Lady Elken, Falcon. Ja, weil sie ja dieser Falke ist. Der Tag des Falken bekommt von mir 8 von 10 Kaffeebohnen. Wirklich toller Film. Hin und wieder hätte ich mir ein bisschen mehr Tempo gewünscht, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Ein absolut toller Film. Der Tag des Falken. Wer auf Fantasy steht, ein bisschen Romantik. Eine tolle Story, geile Darsteller, ein gutes Finale am Ende. Mit der Spannung schaffen unsere Helden das wieder zueinander zu finden. Unbedingt zugreifen. So, und jetzt kommen wir zu einem Film, eines meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Ein Schauspieler, über den ich, genauso wie bei Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger, sage, sobald der dabei ist, dann sind die Filme gut. Und er wertet diese Filme auf, egal in was er mitspielt. Den Film wertet er auch auf, aber ich möchte gar nicht wissen, wo der Film gelandet wäre, wenn das irgendein No-Name-Schauspieler gewesen wäre. Weil der war wirklich nicht so toll, wie ich das normalerweise von Filmen von ihm kenne. Die Rede ist von Clint Eastwood. Und hier ist natürlich diese Viererbox äußerst hässlich. Aber ich wollte halt die 4 Filme haben, die da drinne sind. Da sind drinne gibt's nicht, muss ich mir mal von meiner Frau sagen lassen. Ja, es gibt entweder drin oder drinnen. Aber drinne gibt's nicht. Drinne ist kein Wort. Regenrinne gibt's, ja, aber nicht drinne. So, Clint Eastwood in Ein Fressen für die Geier ist hier drin, Coogan's großer Bluff, Im Auftrag des Drachen und Zinola. Und mein Bruder hat dieselbe Box, nur nicht mit schwarz und dunkel, sondern mit so hell, mit so einem hellen Cover, gleiches Motiv, gleiche Filme drin, nur einer fehlt, und zwar Zinola. Da sind wohl die Rechte irgendwie abgelaufen. Ja? So, welchen Film habe ich euch oder möchte ich euch vorstellen? Ich stelle euch vor den Film, den ich geschaut habe. Im Auftrag des Drachen von 1975. The Eiger Sanction heißt das Ding auch. Und da ich das nur in dieser Edition habe, wo praktisch die Filme so übereinander gestapelt drin sind, wie so ein Hamburger oder ein Cheeseburger, ist es so, dass ich euch mal die DVD rausnehme, meine Freddy-Box aufstelle. Wer das noch nie gesehen hat, was das hier immer für ein Tischchen ist, das ist die Freddy-Krüger-Box. Mit den Filmen drin hier übrigens. Ja, da, zack. So, dann haben wir das Geheimnis auch gelüftet und dann probiere ich mal einen Trick. Ich kenne einen Trick.
Und der geht so. Ja? Im Auftrag des Drachen von 1975 ist ein Agentenspionageabenteuer. Regie geführt hat Clint Eastwood selber tatsächlich. Und er spielt den Hemlock, das ist so ein Kunstprofessor, der ganz viel Gemälde hat und ganz viel Kunst, aber er war mal Agent. Er war mal Agent und zwar in einer Abteilung, die nennt sich C2. Die hat Mordanschläge auf feindliche Agenten oder Verräter ausgeübt und er war dann einer davon irgendwie. Und tatsächlich möchte diese Organisation, deren Oberboss irgendwie Drache genannt wird, der Drache, deswegen heißt der Film Im Auftrag des Drachen, der will noch einmal, dass Clint Eastwood noch einmal tätig ist. Ansonsten würde er Clint Eastwood halt irgendwie verpfeifen an die Finanzbehörden, dass er so viel seltsame Kunstgegenstände hat, die er sich angeeignet hat und, ja. Auf jeden Fall setzen sie Clint Eastwood unter Druck, der soll jetzt nochmal zwei Leute abmurksen, zwei feindliche Agenten. Clint Eastwood stimmt kleinlaut zu, er wird unter Druck gesetzt, auch mit Hilfe von irgendwelchen Doppelagenten und Frauen, die ihn verführen und dies und das und jenes. Den ersten feindlichen Agenten bringt er um, den zweiten kann er nicht fassen, aber die Organisation C2 bekommt raus Information, dass der zweite Agent an der Eiger Nordwand ist, in der Schweiz und da an einer Bergtour teilnehmen will. Und Clint Eastwoods Auftrag jetzt in der zweiten Hälfte des Films ist es, herauszufinden, wer dieser feindliche Agent ist. Ist er männlich, ist er weiblich? Wer ist es aus dieser Expedition, die Eiger Nordwand besteigen will? Eine der schwierigsten Wände für Bergkletterer in der Schweiz. So, und ich habe natürlich gedacht, boah, so ein Bergsteigerfilm, ne, geil, guckst du gerne. Solche Dinger wie Cliffhanger, wie Mount Everest hier, Everest oder, was haben wir noch, Vertical Limit. Solche Filme, ich liebe das, ja. Höhen, ja, ich habe auch Höhenangst. Von daher, ich mag das gerne. Und ich kann mich erinnern, dass ich im Fernsehen, als ich Jugendlicher war, den Film gesehen habe, aber es muss die zweite Hälfte gewesen sein, die sehr, sehr viel in den Bergen spielt, mit waghalsigen Kletterstunts, die Clint Eastwood teilweise sogar selber gemacht hat. Es ist Wahnsinn, wie er da tatsächlich an dieser Klippe steht, am Abgrund. Clint Eastwood alles selber gemacht. Ganz, ganz große Hochachtung dafür. Weniger Hochachtung gibt es allerdings für das maue und absolut verwirrende Drehbuch. Meine Fresse nochmal. Hätte man den Film nicht einfacher erzählen können. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht einer von seinen besten Filmen. Da ist aber nicht Clint Eastwood dran schuld. Ja, also er wertet den Film noch auf mit seiner Anwesenheit als Agent wider Willen, der jetzt nochmal zum Killer werden soll. Aber ich muss sagen, von der Inszenierung her und diesem Ganzen, gerade was in der ersten Hälfte so läuft, wer steckt jetzt mit wem unter einer Decke? Warum wollen die das jetzt? Warum will sein Auftraggeber, der Drache, ihn selber irgendwie verraten, reinreißen, ihm das Geld wieder abnehmen, was er ihm eigentlich vorher bezahlt hat? Also der Film verliert sich so in der ersten Hälfte, in den ersten 60, 70 Minuten in so viel Kleinigkeiten, in so viel zerfaserten verwirrenden Kram, dass ich irgendwann gedacht habe, Alter, das kann kein Clint Eastwood-Film sein, wirklich nicht. Und dann wird es nach und nach spannender, indem wir dann nämlich irgendwann in die Schweiz gehen und zur Eiger Nordwand und dann wirklich ins Gebirge gehen. Von mir aus hätte der Film komplett im Gebirge spielen können. Er hätte 20 Minuten, eine halbe Stunde vielleicht dauern können, bevor man so ein bisschen eine Vorgeschichte erzählt und dann anderthalb Stunden ab ins Gebirge. Dann geht es so ein Katz-und-Maus-Spiel. Darum geht es, dass Clint Eastwood rausfindet, wer der feindliche Agent ist. So hingegen, finde ich, verschwendet man viel Zeit, 70 Minuten irgendwie damit zu zeigen, wie Clint Eastwood dann den ersten Agenten sucht und immer wieder reingerissen wird, verraten wird. Dann muss er trainieren für die Kletterei. Das macht er in Amerika noch mit seinem alten Kumpel. George Kennedy spielt damit. Der spielt seinen Kumpel, seinen alten. Der ist nachher dann auch mit an der Eiger Nordwand. Und erst in der zweiten Hälfte kommt man dann in die Schweiz, ja, und geht dann in diese Gebirgsszenen. Und das hätte man von mir aus konsequent von Anfang an machen können. So ist es so, dass der Film für mich vollkommen zweigeteilt ist. Ja, die erste Hälfte vollkommen zerfasert, verwirrend für mich, kaum durchhaltbar, diesen ganzen Handlungsfäden zu folgen, zumal in dieser Version auch noch Szenen mit eingefügt sind, die es früher scheinbar in der deutschen Version nicht gab. Da ist nämlich so ein ganzer Part drin mit einer Doppelagentin, die ihn verführen soll, ihm dann Geld klaut und dies und das immer wieder auftaucht. Das ist alles nicht synchronisiert und deutsch untertitelt, sind bestimmt 15 Minuten oder so, die wahrscheinlich früher gefehlt haben, weil es ist auch nicht großartig relevant für die Handlung. Und dann kommt der zweite Teil mit dieser Kletterei, mit dieser Bergwandertour, wo wirklich geklettert wird. Halsbrecherische Stunts sind dabei, wirklich die Schauspieler zu sehen, wie sie wirklich an diesen Klippen stehen, da rumklettern. Und das hätte ich mir gewünscht, wenn das konsequent den ganzen Film hindurch angehalten hätte. Eine Heidi Brühl spielt auch noch kurz mit als Ehefrau von einem Typen, der da mitmacht bei dieser Bergwanderung. Tatsächlich, dieser Typ geht irgendwann drauf bei der Bergwanderung. Die Frau siehst du nie wieder, Heidi Brühl. Ich weiß nicht, warum die hier reingeschrieben wurde ins Drehbuch, was ihre Figur überhaupt für eine Bewandtnis hatte. Vielleicht war Heidi Brühl gerade damals
irgendwie in war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass die Inszenierung des Films wohl sehr, sehr halsbrecherisch war. Irgendwie ein Bergsteiger verlor sein Leben. Es gab ganz, ganz viele Unfälle. Viele wurden von Clint Eastwood scheinbar sogar verschwiegen vor der Öffentlichkeit. Da ranken sich so einige Mythen bei diesem Film. Und ich muss sagen, wenn man erstmal die erste Hälfte so überstanden hat oder sogar 70 Minuten, dann wird's wirklich gut. Aber die erste Hälfte ist schon zäh und verwirrend, muss ich wirklich sagen, Leute. Ja. Und der Film ist auch ein bisschen sexistisch. Also wie oft Clint Eastwood auch George Kennedy da als gealterte Typen da von Mitte 40, 50 Jahren irgendwelchen jungen Mädels immer wieder auf dem Hintern klatschen und blöde Sprüche bringen. Das ist schon, ich weiß nicht, ob das 75 irgendwie so in war. Keine Ahnung, also die Szenen fand ich jetzt auch nicht so klasse. Muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, das Ganze passiert 3 oder 4 Mal. Ja, okay. Im Auftrag des Drachen von 1975, sei noch kurz erwähnt, bevor ich die Punkte gebe, den Soundtrack geschrieben zu dem Film hat John Williams. Und ich weiß auch nicht, ob John Williams auch keine richtige Lust hatte zu dem Film. Es sind auf jeden Fall nicht diese großen melodiösen Klänge, die sofort im Ohr bleiben, wenn du sie hörst, sondern der Soundtrack dudelt relativ banal und nichtssagend vor sich hin, finde ich. Also für einen John Williams war das wirklich, für einen John Williams Soundtrack war das wirklich enttäuschend. Ja. Und nur weil John Williams John Williams ist, kann ich das nicht in den Himmel loben, wenn es nicht so ist. Ne? Im Auftrag des Drachen. Wer so auf Spionage, Agentenabenteuer steht und vor allen Dingen auf Bergklettern, dem sei gesagt, zugreifen. Auf jeden Fall. Ich habe es nicht bereut. Der Film ist nicht scheiße. Im Gegenteil. 7 von 10 Kaffeebohnen. Aber für einen Clint Eastwood-Film, muss ich sagen, ist das Drehbuch wirklich mau gewesen. Gerade in der ersten Hälfte, die ersten 70 Minuten. Habt ihr die hinter euch, werdet ihr belohnt mit tollen Szenen in der Schweiz an dieser Eiger Nordwand, mit tollen Kletterszenen, mit einer spannenden Auflösung auch. Ja. Aber man hätte sich kompakter auf dieses Thema konzentrieren können. Klettern, Bergklettertour, viel tiefer in die Charaktere noch irgendwie reingehen. Wer hat was zu verbergen? Irgendwie so 5, 6 Leute, so ein Ding wie so ein Agatha Christie-Film, Whodunit irgendwie. So hätte ich das aufgezogen und mich nicht im kleinen Verwirrungskram wie im ersten Teil des Films verloren. So, und jetzt kommen wir zu einem Film, eine wahre Überraschung. Noch nie gesehen, das Cover ist absolut nichtssagend, wie ich finde. Und noch nie von gehört, auch von dem Film. Und ich habe ihn zum ersten Mal gesehen und ich war so geflasht. Leute, kennt ihr das, dieses Feeling? Wenn ihr zum ersten Mal einen Film seht, von dem ihr null Erwartung habt, null, wirklich null Erwartung, und ihr sitzt da am Ende so, Alter, war der geil. Was für ein toller Film. Was für ein toller Film. Wenn ich euch den zeige, werden wahrscheinlich viele sagen, was? Was ist denn das für ein Film? 1996, Charlie Sheen in The Arrival. Der hat mich wirklich wahnsinnig gut unterhalten. Ein toller Film. Mit überraschenden Szenen drin, wo man am Anfang nie mit rechnen würde, was da jetzt gleich passiert. The Arrival. Science Fiction. Kann man sagen. Charlie Sheen in der Hauptrolle, er spielt den Saminski, der ist ein Astronom, der sitzt in so einem Labor, wo mit einer riesigen Radarschüssel zusammen mit seinem Kumpel, ja, ist er angestellt, wo er irgendwelche Signale auffängt, aus dem All, von sonst wo, und dann empfangen sie ein ganz starkes Signal und sind der Überzeugung, das kommt aus dem Weltall. Sie melden das tatsächlich dann ihrem Chef und es ist so, Charlie Sheen verliert auf einmal seinen Job. Und auch die Aufzeichnung auf diesem Tonband, wo dieses Signal drauf ist, was er scheinbar aufgenommen hat, wo er denkt, es kommt aus dem Weltall, das wird vernichtet von dem Chef. Also man will ihn scheinbar loswerden. Was macht Saminski, Charlie Sheen, der relativ banal und 0815 aussieht am Anfang, wie irgendwie so ein Mathelehrer oder ein Biolehrer, der aber sich da aber wandelt zu einem kernigen Kerl, so mit so 3-Tage-Bart bis zum Ende. Es wird Wahnsinn auch, wie sich sein Charakter verändert. Er macht es jetzt so, er ist dann zu Hause in seinem Haus und richtet sich eine eigene Station ein. Also er koppelt irgendwie die Satellitenschüssel der umliegenden Häuser in seiner Siedlung zu einem großen. Ja, er richtet die so aufs All aus, dass er versucht, wieder diese Frequenz zu kriegen. Und tatsächlich zeichnet er irgendwann wieder dieses Signal auf. Und was ist? Dieses Signal kommt nicht aus dem Weltall dort, sondern scheinbar irgendwo aus Mexiko. Er macht sich jetzt sozusagen auf die Suche nach diesem Signal in Mexiko und stolpert über eine Klimaforscherin, Ilana Green.
Bei der ist das nämlich so, die stellt auch Nachforschung an da in Mexiko, denn scheinbar ist es so, dass an bestimmten Punkten in Mexiko, im Dschungel, irgendwo abgelegen irgendwie, sich das Klima ultraschnell erhitzt hat. Und sie hat Berechnungen angestellt, wenn es so weitergeht, würde sich das Klima in den nächsten 10 Jahren, glaube ich, um 12 Grad erwärmen. Also da sind wir noch weit von entfernt, wenn wir hier immer über 1 Grad oder was weiß ich reden. Ja. Und die beiden wollen jetzt zusammenarbeiten, allerdings wird auf beide laufen jetzt seltsam Gestalten da in Mexiko über den Weg und es werden sogar Mordanschläge auf sie ausgeübt und tatsächlich ist es so, dass er nachher alleine ist. Und es gibt da ein Kraftwerk, auf das hat ihn diese Klimaforscherin hingewiesen, an diesem Kraftwerk ist irgendwas faul, von da geht das teilweise aus, diese Klimaerwärmung, er soll da mal nachforschen. Und er dringt dann da ein. Und alles von hier an wäre Spoiler, wenn ich euch erzählen würde, was er in diesem Kraftwerk erlebt, sieht, mitbekommt, wie es dann weitergeht. Ich hätte nie mit so einer Wendung in diesem bodenständig beginnenden Film gerechnet. Wirklich, der Film hat mich geflasht. Dachte ich am Anfang noch so, ach ja, es geht jetzt wieder um so ein Signal, wie bei hier, wie heißt sie, Jodie Foster in Contact oder so, ne? Aber der Film wird wirklich spannend und der Film wird überraschend. Ab der Mitte ungefähr, wenn dann diese seltsamen Gestalten da in Mexiko auftauchen und man, wie gesagt, sich immer fragt, warum wollte seine Firma ihn jetzt loswerden irgendwie? Er hat doch dieses Signal da aufgedeckt. Die müssten doch jetzt eigentlich Nachforschung anstellen. Stecken die etwa alle unter einer Decke? Und dann ist da noch seine Freundin irgendwie, gespielt von Terry Polo. Das ist die Frau aus Ben Stillers Meine Frau, ihre Eltern und ich, oder wie heißt das Ding? Diese drei Teile da. Terry Polo spielt jetzt hier die Freundin von ihm. Und auch sie verhält sich auf einmal äußerst merkwürdig und glaubt ihm nicht besonders viel, ja. Und es ist Wahnsinn, wie wir mit ihm mitgehen, wie mit einem Detektiven und er immer mehr herausfindet. Bis zum großen Ende, das dann tatsächlich noch actionlastig und mit geilen Einfällen um die Ecke kommt. Also, wenn ihr das Cover seht, würdet ihr nicht glauben, was sich dahinter für ein geiler, toller Film verbirgt. The Arrival. Mit Charlie Sheen. Angeblich gibt es noch einen zweiten Teil irgendwie. The Second Arrival oder so, habe ich gelesen. Muss man den gucken? Weiß ich nicht. Mich hat dieses Ding richtig überzeugt. Ja? Das war so ein Teil, wo ich gesagt habe, Wahnsinn, noch nie von gehört, zum ersten Mal gesehen. Absolut geflasht, hast du schon lange nicht mehr gehabt, sowas. Wirklich, richtig befriedigendes, tolles Filmerlebnis, Gefühl. The Arrival. Sei euch allen ans Herz gelegt, ja? Und tatsächlich wird es wahrscheinlich Momente geben in diesem Film, wo ihr denkt, ist das jetzt deren Ernst, dass die uns jetzt sowas erzählen wollen? Ja, und man nimmt es ihnen irgendwann ab. Man nimmt es ihnen irgendwann ab, dass sie uns genau das erzählen wollen. Und das ergibt einfach einen Sinn. The Arrival. Ein absolut herausragender, toller Film von 1996. 9 von 10 Kaffeebohnen. Fast perfekt für mich. Fast perfekt. Toller Film. So, Leute. Und das war's für heute. Jetzt bin ich gespannt, wie immer, auf eure Kommentare. Kanntet ihr die Filme? Wie ist eure Meinung dazu? Oder konnte ich euch auf den einen oder anderen Film anfixen, sofern ihr ihn noch nie gesehen habt? Oder wollt ihr irgendeinen von diesen Filmen mal wieder rewatchen und mir dann eure Meinung und vielleicht eure Punktewertung hier unten in die Kommentare schreiben? Ich sage, ich bin durch für heute. Wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und vor allen Dingen schaut Filme.